Jetzt ist der Verbau fertig, jetzt ist die Baugrube ausgehoben. Man sieht hier jetzt für diesen ersten Bauabschnitt der etwas tiefere Teil, der jetzt auch mit diesem feinen Kies schon belegt ist und eingeebnet ist. Und da ist jetzt für die Herstellung der Fundamente und so weiter alles vorbereitet. Das ist also jetzt unsere Tiefgaragenebene und trotzdem noch ebenerdig eigentlich raus in die grüne Wiese, so dass mir hier gar kein echtes Untergeschoss entstehen. Es wird hinterher natürlich wieder angeböscht, so dass oben dann das Gartengeschoss kommt. Das ist dann diese Höhenlinie hier, wo noch die Wiese und so weiter hochgeht. Diese Nägel werden jetzt von links nach rechts dann Drähte gespannt und danach ist dann die Baugrube genau eingemessen. Das heißt, der Maurer weiß ganz genau, dass hier auf dieser Linie genau linke Seite von dem Betonpfeiler ist oder aber dort eben Außenkante Wand, und somit sind einfach alle Maße für dieses erste Geschoss hier vorgegeben. Unter der Palette, wo ich gerade drauf stehe, sind Brunnenringe eingebaut. Das heißt, jetzt kann das Wasser ruhig in der Baugrube noch ein bisschen stehen. Es ist ja noch keine Drainage und nichts verlegt. Im Übrigen muss man sich vorstellen, Oberkante, Tiefgaragenboden ist dann irgendwann mal ungefähr hier. Das heißt, höher als die Ebene der Wiese, sodass das Wasser sich hier nicht anstauen kann. Aber solange hier natürlich die Baustraße und alles zu ist, sammelt sich hier ein bisschen Wasser an. Damit dann die Maurer ungehindert arbeiten können, haben wir hier Brunnenringe vergraben, hier und drüben gemacht. Und wir haben auch unterhalb dieser deckenden Kiesschicht haben wir Gräben gezogen, sodass das Wasser hier zusammenläuft, sich hier sammelt und dann natürlich gezielt abgepumpt werden kann. Nochmal zurück zu unseren Verbauwänden. Die ganze Sache hält, also hält, da passiert nichts mehr. Diese blauen Abdeckkappen. Zuerst wurde das Loch mit Beton verfüllt, dann wurden die Stahlseile eingeschoben und mit diesem Rohr. Und dann wurde, wenn der Beton erhärtet ist, zieht er sich ja ein bisschen zusammen, damit dann der Pfropfen sozusagen auch richtig hält und in die Erde eingespannt ist, wurde dann durch diesen sogenannten Gartenschlauch wieder der flüssiger Beton rein verfüllt, der dann das Ganze nochmal verdichtet. Diese Wand, die man hier sieht, die ja gegen die Erde drückt, wurde 4 cm nach hinten gedrückt, sodass dann setzungssicher und so weiter alles verpresst ist. Und das sind riesige Kräfte, die da natürlich wirken, wenn so eine ganze Wand und so eine große Fläche dann 4 cm nach hinten geht und die Erde noch mal zusammenpresst. Also hinter mir ist die Grünfläche, die dann später erstens mal die Aussicht gibt von unserem Wohnpark, wo jetzt hier auch als Grünfläche natürlich frei bleibt. Hier ist der schöne gemähte Teil. Hinten ist dann noch die Naturwiese bis runter zu der Baumreihe, wo dann die Ponysach ist. Das alles bleibt auch hier so erhalten und wird dann natürlich durch einen Weg, der dann von hier vorne hier durchläuft, auch mit erschlossen, so dass man hier eine schöne Wiese zur Erholung und zum Spazierengehen hat und einfach im Grünen wohnt.